Guten Tag und damit herzlich willkommen zu diesem Unboxing von der Switch. Es kommt etwas später, weil ich es erst nicht geplant habe, hochzuladen. Aber, sagen wir mal, der eine oder andere wollte es doch sehen. Und man hier sieht, sie ist auch schön verpackt. Ist auch viel, viel kleiner als zum Beispiel jetzt von der Wii U oder von der Wii. Und man muss einfach nur diese Lasche da oben öffnen und schon hat man das kostbare Stück schon draußen. Das erste, was einem entgegenspringt, wie man hier schon sieht, sind die Joy-Cons und die Konsole an sich. Hat man auch schön verpackt. Und ja, hier sieht man die Joy-Cons links und rechts und hier das Herz. Die Konsole an sich selbst. So klein ist sie nur. Und hier sieht man nochmal kleine Anleitungen, wie man die auflädt. Naja. Und ja, die Konsole an selbst ist ziemlich klein und wiegt auch nicht so viel. Wenn man sich jetzt mal das Wii U Gamepad anschaut und dann das und dann hier die Switch-Konsole, dann merkt man schon, warum ist denn das Wii U Gamepad so groß? So, hier Aufsetzer für die Joy-Cons. Jetzt komme ich später nochmal näher drauf ein. So, hier auch nochmal das nächste für den anderen Joy-Con. Und hier das hier müssten Kabel sein, habe ich recht? Ne, das ist das. Das ist das Grip, das Joy-Con Grip. Quasi das Gamepad für, ja, für nebenbei. Und zwar kann man seine Joy-Cons einfach reinklacken und hat man quasi ein Gamepad. Zwar nicht so gut wie das Pro, wie der Pro-Controller, aber ist gut, sagen wir mal so. Ist es gut. Dann hier das Dock von der Switch. Es ist eigentlich nur Plastik und eine kleine Platine, die da drin ist, aber sie macht das, was sie soll. Und nun ja, Anleitungen lesen wir natürlich nicht, ne? Macht ja Sinn. Dann hier noch ein Kabel, das HDMI-Kabel und dann hier noch das Ladekabel mit einem Typ-C-Stecker, ja, damit auch schön schnell geht. Und jetzt gehen wir mal näher auf die Konsole drauf ein. Erstmal hier die Joy-Cons. Das allererste Mal, dass ich auch auspacke. Aber hier der linke Joy-Con. Ziemlich klein. Kleiner, als ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte erst, die wären schon, ja, ich sag mal Handgröße. Aber die sind kleiner, als ich gedacht habe. Aber sie liegen perfekt in der Hand, muss man sagen. Natürlich hat man jetzt ein Problem für Leute, die große Hände haben. Aber naja, damit muss man dann klarkommen. Hier das Grip noch dazu. Das ist kein Ladegrip. Es gibt nämlich auch ein Ladegrip, was angeboten wird. Das kostet aber dann 30 Euro. Und das ladet dann auch noch extra noch die Joy-Cons. Das hier ist aber nur das Grip. Das normale Joy-Con-Grip. Wie man hier sieht, klack. Und die beiden sind drin. Und man kann das als Gamepad verwenden. Benutze ich auch selbst, wenn ich zum Beispiel am Fernseher schaue. Wenn ich zum Beispiel am Fernseher zocke, ist es auch besser. Hier noch der Infrarot, diese Infrarotleuchte. Oder wie auch immer man das nennen sollte. So kann das rechte Joy-Con ja Objekte erkennen, beziehungsweise ja, etwas erkennen. So quasi ein Sichtfeld. So diese Knöpfe, die ich da gezeigt habe, die muss man vorher drücken, sonst bekommt man diese nicht vom Grip. Beziehungsweise von der Konsole, wenn man sie dran geklackt hat. So. Jetzt auch hier das Herzstück. Die Konsole an sich selbst ist eigentlich ja nur ein großer Bildschirm. Und es wiegt schon etwas, aber schon wenig. Wenn man sich mal, also wenn man mal ja danach daran denkt, dass es eine Konsole ist. So, hier einmal das Joy-Con rein. Geht auch geschmeidig. Und das rechte Joy-Con auch noch rein. Geht schon zackig, man muss unten nur nochmal warten, bis der Klick kommt. Und es fühlt sich sehr gut an. Es kommt auch vertraut vor, weil man das halt noch vom Video-Gamepad kennt. Beziehungsweise an sich, Nintendo 3DS Let's Plays und so. Warum denn Let's Plays? An sich, wenn man zum Beispiel Nintendo 3DS Let's Plays. Warum denn Let's Plays? Wenn man das zum Beispiel gezockt hat, Handheld. Ist auch der Handheld-Modus, den ich mir gerade gezeigt habe. Jetzt schauen wir uns mal die Joy-Con-Erweiterung an. Was heißt Erweiterung? Ist
fügt eigentlich nur die Handschlaufen zu. Also eigentlich lame. Aber man kann sagen, es macht seinen Job, wenn man zum Beispiel irgendwie sowas spielt, wo du auch dein Joy-Con, weiß ich nicht, 10 Meter weiter wegwerfen könntest. Dann ist das nicht verkehrt, wenn man das mal benutzt. Gleichzeitig macht es auch zwei Knöpfe besser erreichbar, nämlich, wie hieß es? Das sind nämlich diese zwei Knöpfe. SL und SR, wie man hier gut sieht. Und diese werden halt dadurch besser erreichbar. Sonst müsste man die auch reindrücken. Und so hast du aber die Knöpfe schon rausschauend. Wenn du dir aber das, dieses Handschlaufen, diese Handschlaufenzusatz weglässt, dann musst du auch die schön reindrücken. Ist halt ein bisschen, ich sag mal, blöd. Aber mir gefällt's schon. Das muss man schon sagen. Muss man wirklich sagen. Die Konsole an sich, wie gesagt, ist schon simpel. Und jetzt werde ich das mal ins Dock reintun. Aufpassen, das könnte verkratzt sein, werden, tun. Man muss nämlich aufpassen, wie man die Konsole reinlegt, sonst wird sie verkratzt. Das Dock nämlich ist aus Plastik und der Bildschirm auch. Da muss man dann vorsichtig sein. So. Und das war es auch schon mit dem, ja, mit dem Unboxing. Es ging zackig. Es hat auch ja nicht viel beinhaltet. Es war ja nur die Konsole an sich selbst. HDMI-Kabel. Das Netzteil. Die Joy-Cons. Das Dock. Und das Grip. Mehr gibt es nicht. Ich könnte auch jetzt kein Spiel unboxen, weil erstens, da ist nur die Cartridge drin. Und zweitens, ich habe mir das Spiel digital gekauft. Und nicht als Retail-Teil. Ja. Aber na gut. Noch was ich anmerken müsste, sollte, wie auch immer. Und zwar die Frage, soll ich Breath of the Wild, ich werde wahrscheinlich also dieses Video morgen, übermorgen, mal gucken, Mittwoch oder Donnerstag, so um den Dreh, Dienstag vielleicht, hochladen. Aber ich frage euch das trotzdem mal. Alle, die das jetzt gucken, das sind wahrscheinlich viele, hoffe ich mal. Wollt ihr, dass ich Breath of the Wild wirklich noch weiter Let's Playe? Weil es ist auf jeden Fall mega geil. Wenn man das allein spielt, ist es ultra spaßig. Man hat halt die ganze Zeit den Drang, erkunden, was ist da, was ist da? Und man vergisst die Story eigentlich. So. Aber jetzt kommt's halt. Wenn man das jetzt playt, da kannst du halt schlecht 50.000 Parts machen, wo du die ganze Zeit im Erkunden bist, wo du die ganze Zeit das machst. Und es ist schon ein bisschen langweilig, wenn man das halt macht. Also das Let's Playt. In 25 Minuten, sag ich mal, ein Part macht. Von nach da zu nach da geht, ne? Nichts quasi hinbekommt. Und dann will man noch was erkunden. Davon hat der Zuschauer nichts. Also, ich mache wahrscheinlich eine Infokarte rein, wenn ich das noch denke. Entweder Breath of the Wild wollt ihr nicht mehr sehen. Es soll so weitergehen, wie es jetzt ist. Oder es soll länger als 25 Minuten gehen. Zum Beispiel eine halbe Stunde, 45 Minuten. So ungefähr. Dass ich auch wirklich was zeigen kann. Sonst bringt es einfach nichts. Es bringen so kurze Parts, bringen nichts. Die bringen mir selbst auch nichts. Es ist einfach nur schwachsinnig dann. So. Aber, naja. Schön, dass ihr hier in das Video reingeschaut habt. Ne? Ein Unboxing von der Switch. In nächster Zeit wird wahrscheinlich kein Unboxing mehr kommen. Ja. Ja, das ist ja jetzt die neue Konsole Nintendo. Ne? Ich schätze schon, dass sie so 5, 7 Jahre so durchhält. Bestimmt, würde ich mal hoffen. Und ja. Ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann und ciao.